Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. 100% Mario hat hier ein Nickerchen hingelegt, aber wir müssen ja weiter in Welt 3. Und oh, nochmal einen kurzen Brief von Prinzessin Peach mit 5 Wonderpilzen. Und ja, wir müssen ja weiter in Welt 3 die Powerstände zurückholen. Und ich habe ja auch schon im letzten Part gesagt, das sind zwei Galaxien, oder hier sind so viele Galaxien drin, die ich einfach so cool finde und einer meiner Lieblingsgalaxien sind. Und da fangen wir doch mal bei der Wuchtwipfel-Galaxie an. Die ist wirklich überaus genial. Also, wenn es eine geilere Galaxie gibt, dann... ich verrate noch nichts. Es gibt noch coolere Galaxien vielleicht, aber ihr werdet das ja dann noch schon im Verlauf des Let's Plays sehen. Gut, Wuchtwipfel-Galaxie, die luftig lockere Blasebalgbeere. Ja, hier bekommen wir eine neue Beere. Und zwar ist die für den lieben Yoshi bestimmt. Und mit dieser Blasebalgbeere, ja, verrät eigentlich schon der Titel, also Blasebalg, ist es Yoshi erlaubt, ja, in die Lüfte zu steigen. Wir werden das jetzt einmal kurz demonstrieren. Wir werden hier den Yoshi suchen. Wow, wo kommt die Spinne her? So, hier ist der Yoshi. Zack. So, und wo sind die Beeren? Hier. Yoshi ist die Beere. Und ja, dann steigt Yoshi hier so in die Luft. Ihr seht, die Anzeige geht dann halt leer. Und wenn die leer ist, ist Yoshi wieder normal. So. Wir können auch A drücken, dann halten wir die Luft praktisch an und bleiben auf der einer Stelle, aber trotzdem geht die Luftanzeige leer. Also ich drücke jetzt A, ich bleibe hier auf einer Stelle, kann mich auch so ein bisschen bewegen, aber die Luftanzeige geht dennoch weg. Zwar ein bisschen langsamer als sonst, aber sie geht weg. Pilz, lecker. Ja, lecker. Den nehmen wir uns. Gut, jetzt haben wir nämlich schon mal 6 Kraftpunkte wieder. So. Und weiter geht's. Schön auf den Baum hier raus. So, und hier sind wir jetzt in einem Baumstamm drin. Und finden auch dort oben gleich die nächste Kometenmünze. Da oben ist sie nämlich. Dafür müssen wir uns aber diese Frucht hier schnappen. Hier nehmen wir nochmal die kurz zur Verlängerung. Holen uns dann hier die Kometenmünze. Und Yoshi verwandelt sich zurück, isst diese Beere hier nochmal und dann können wir hier ganz normal weiter. Ja, eigentlich eine leicht versteckte, beziehungsweise was heißt versteckte, einfach eine leicht zu findende Kometenmünze. So versteckt kann man jetzt gar nicht sagen. So, und hier müssen wir wieder Sternenchips einsammeln, um dann einen Sternenring zu bekommen. So, hier hätten wir den dritten Sternchip. Oh, okay, und hier oben geht es nicht weiter, das ist auch gut. Wop. So, jetzt hätten wir alle 5 Sternchips auch schon gesammelt. Und da oben, wo es nicht weiter ging, ist jetzt der Sternring. So, Yoshi einmal zwischenlanden, danke. Und zack, nächste Beere genommen. Hier oben einmal bitte die Luft wieder auffüllen, danke. Und dann kann es mit dem Sternring auch schon weitergehen. Zu einem weiteren Baumstumpf. Zack. Nächster Checkpoint, hier unten sehen wir auch schon den Stern. Hier geht es aber erstmal runter. Die Kamera dreht sich wie wild. So. Hier, ja. Nee, Yoshi, du musst mit. Ich wollte gerade sagen, hier können wir mit Mario hoch. Aber das bringt ja nichts. Wir brauchen ja die Blasebalgbeere. Ohne die sind wir ja hier in diesem Level aufgeschmissen. Nein, nein, Yoshi. Aufpassen. Ja. Das hat natürlich wunderbar geklappt. Was ich aber irgendwie nicht verstehe, ist, warum wir in diesem Level einen Maxi-Pilz bzw. so einen Kraftpilz bekommen haben. Weil den brauchen wir ja irgendwie nicht wirklich. So. Weil wer soll uns hier schaden? Diese Viecher, die ziehen uns zwar einmal einen ab, aber so schwer ist es nun auch nicht, den auszuweichen. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, nächste Blasebalgbeere. Schon fast ein Zungenbrecher, die BBB, Blasebalgbeere. Und ja, ansonsten ist das Level hier einfach nur... Hey, komm, komm, komm.
Zack. Zum Demonstrieren dieser Kraft von Yoshi oder dieser neuen Beere. Und ja, ansonsten ist das Level eigentlich relativ einfach. Es wird halt nur die neue Kraft vorgestellt. Aber das nächste Level oder der nächste Stern in dieser Galaxie, der ist richtig genial, weil da dürfen wir diese lange Rutsche heruntergleiten oder herunterrutschen, die wir schon gesehen haben oder die ich euch schon gezeigt habe. Nämlich diese, die da um den Baum zu sehen ist, bei dem, ja, Forschermodus meinetwegen, oder wie man es auch immer nennen will. Und ja, was sagt der Lubber denn hier? Noch ein hungriges Maul mehr zu stopfen. Du solltest dich darum kümmern, ihn zu füttern. Schließlich bist du der Boss auf diesem Schiff. Steig dafür einfach in die Röhre dort drüben. Ja, das ist eigentlich eine ziemlich unnütze Röhre, würde ich meinen. Wir können da einmal kurz hingehen, weil hier können wir diesen Luma füttern mit 30 Dingern. Das machen wir jetzt auch einmal, aber wirklich nur einmal mit 30 Sternteile. Und dann können wir hier dreimal würfeln und können dadurch One-Ups bekommen. Oh, ich bin so voll. Das fühlt sich vorzüglich an. Sehr schön, dann wollen wir mal Verwandlung. Ja, dann können wir würfeln und dann auch bis zu 5 One-Ups bekommen. Ich krieg eh einen Sternteil. Nee, ich bekomme 5 One-Ups. Wow, hab sogar einen Höchstpreis bekommen. Das ist aber schön. Können halt ein One-Up, 3 One-Ups, 5 One-Ups oder einen Sternteil bekommen. Aber an sich bringt uns das erstmal nicht viel. Ich denke mal, ich werde jetzt nicht so viele One-Ups brauchen. Des Weiteren kann man ja auch sich hier eins erwürfeln. Genau. Ja, ja, er ist stehen geblieben hier. So, hier gibt es auch noch Sternteile. Gut, ansonsten, wie gesagt, nee, sowas werde ich nicht machen. Das ist Sternteilverschwendung. Ich will damit auch nicht angeben, dass ich irgendwie keine One-Ups brauche, aber wir haben ja erstmal genügend. So, wir fliegen nochmal zur Wuchtwipsel, zu der Wipselgalaxie, alles klar, nein. Zu der Wuchtwipfelgalaxie und machen das Level, die große Baumrutsche, von der ich euch ja zuhauf erzählt habe. So, da seht ihr den Anfang der Rutsche und die Hindernisse in der Rutsche und das Level ist einfach nur genial. Auch wenn ich vielleicht failen werde, das Level ist trotzdem genial. Willkommen in der Galaxie. Wunderbar. Hier oben müssen wir an diese Schaukeln. Yoshi ist nicht mehr im Level vorhanden, sondern wir haben jetzt hier diese Schaukeln und müssen uns als Mario hier hochschwingen. Aber das sollte ja auch kein Problem sein. Hier wieder aus dem Baum raus. Und wir landen bei der Checkpoint-Flagge, bei der Rutsche. Zack. Aktiviert. Und dann, ohne Instruktion, geht's einfach auf die Rutsche. Den. Und oh, dieses coole Lied. Das ist einfach cool. Das war aus Super Mario 64. Und schon damals habe ich es geliebt. Okay, ich glaube, ihr habt jetzt das Lied gehört. Ich war nur still, damit ihr einmal das Lied hören könnt. Haha, gerettet! Also dieses Lied ist einfach genial. Das passt hier perfekt zur Stimmung, finde ich. Wow. Und hier auch Wiggler. Aggressive Wiggler. Und auch Wiggler. Gegenverkehr. Noch nie von Fahrbahn oder Spuren gehört. Wiggler, du musst dich... Ey, ihr müsst euch rechts halten, nicht links. Oder irgendwie vertauscht. Ah, Hilfe. Ah. Aber ich finde dieses Rutschenlevel einfach nur genial, Leute. Ich liebe es. Wieso ist er bei mir jetzt nicht gesprungen? Das frage ich mich gerade. Hallo? Springen! Ach ja, egal, dann können wir es nochmal machen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich habe dieses Level mindestens 100 Mal oder so gespielt. Ich finde dieses Level einfach so genial, wie man hier so rumrutschen, rumsliden kann. Und dann hier zack, die Hindernisse. Finde ich einfach nur genial gemacht. Auch wenn manche das vielleicht sagen, oh, das Level ist viel zu schwer oder so. Ach komm, wir nehmen das One-Up mit. Auch wenn vielleicht manche sagen, das Level ist viel zu schwer oder so. Oder, oh, das schafft doch kein Mensch. Doch, das ist sehr wohl machbar. Ich habe hier nämlich von vielen Kumpels irgendwie gesagt bekommen, boah, wie schaffst du denn das Level? Das ist viel zu schwer und, boah, guck mal, der Wiggler da, der hat mich schon zum 1000. Mal runtergehauen und so. Also ich, ganz ehrlich Leute, ich finde das Level gar nicht mal so schwer. Ich weiß nur nicht, wieso der gerade bei mir nicht gesprungen ist. Das war sehr rätselhaft.
So, spring. Spring. Drehen. So, und jetzt muss ich darauf achten, dass er auch wirklich springt. Spring! Der ist wieder nicht gesprungen! Was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, egal. Wir können hier immer schön weiter sliden und das One-Up hier... Okay, habe ich verpasst. Egal. Können wir auch mitnehmen, dann würden wir hier theoretisch dann auch kein Leben verlieren. Und man könnte ja an einer anderen Stelle weiter hinten auch nochmal ein One-Up mitnehmen. Hier gleich. Aber das ist eigentlich ziemlich unnötig. Eigentlich schafft man das Level relativ schnell. Nur jetzt weiß ich nicht, wieso ich es nicht geschafft habe. Er ist zweimal nicht gesprungen. Das finde ich voll unfair. Wenn er jetzt beim nächsten Mal wieder nicht springt, dann rege ich mich auf. Weil das hat dann nichts mit meiner Unfähigkeit zu tun. So, jetzt kommt gleich wieder die Stelle. So, jetzt... Danke! Dankeschön. Ja. Da stecke ich auch mal gerne den Treffer weg. So, und geschafft. Hallo, Dryad-Kopf. Na, du würdig. Mutig wie Borku. Nimm Symbol, dafür Stern. Dankeschön. Alle guten Dinge sind ja auch drei, ne? Wissen wir ja. Dieses Sternmut-Symbol für dich. Zum Glück haben wir es geschafft. Ja, also, keine Ahnung, wieso er da zweimal nicht gesprungen ist. Ich habe gerade richtig drauf gehämmert. Aber ist ja auch nicht schlimm. Hauptsache, wir haben es geschafft. Ich sollte mir auch irgendwann mal einen neuen Controller holen. Ich meine, der Controller ist jetzt 2-3 Jahre alt, kann das sein? Der funktioniert auch nicht mehr so richtig. Aber, ach, das meiste kriegt er noch hin. Oh, du hast einen kleinen Borku mitgebracht. Die mag ich wirklich gerne. Er weiß etwas über Kometenmünzen, also sei ganz Ohr und stör dich nicht an seinem einfachen Satzbau. Ja, jetzt haben wir auch einen Borku an Bord. Wunderbar. Unser Raumschiff Mario wird ja immer voller. Ah, es wird als Sternteil gewertet. Hätte ja auch als One-Up gewertet werden können. Egal. So, Wurfdüpfel-Galaxie fertig. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsgalaxien. Und jetzt kommen wir zu der Flaumwandler-Galaxie.